Liebe Patientinnen und Patienten, seien Sie herzlich willkommen im Klinikzentrum in Bad Sulza. Wir sind eine multidisziplinäre Rehabilitationsklinik und freuen uns sehr, dass Sie sich für Ihre Heilbehandlung für unseren Ort entschieden haben. Das Motto: Glück und Gesundheit möchten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik bei Ihnen jeden Tag anwenden. Und wie wir das im Einzelnen machen, wird Ihnen unsere ärztliche Direktorin und Chefärztin der Orthopädie, Frau Dr. Annegret Müller, erklären. Multidisziplinär heißt, wir behandeln hier Patienten verschiedener Indikationsgebiete. Zum einen die Atemwegserkrankungen, Kinderheilerkrankungen, orthopädische Erkrankungen und auch Erkrankungen der Haut. Hier können wir auf eine gute Zusammenarbeit mit der Uniklinik in Jena verweisen. Und ich gebe weiter an Professor Norgauer. Die kooperative Zusammenarbeit des Klinikzentrums Bad Sulzas mit der Universitätshautklinik ermöglicht auf der einen Seite, dass wir auf kompetente Maßnahmen im Bereich der Sozial- und Arbeitsmedizin aus dem Klinikzentrum zurückgreifen können. Auf der anderen Seite innovative und neueste diagnostische und therapeutische Ansätze fahren können, somit, dass die Stärke dieses Hauses auf der einen Seite die gute psychologische und soziale Betreuung, auf der anderen Seite der innovative Therapieansatz mit extrem guter Diagnostik optimal kombiniert ist zu Ihrem Wohl. Im Klinikzentrum Bad Sulza ergänzen sich die Heilkraft der Natur mit bewährten und zeitgenössischen Methoden der Medizin. Es gibt Menschen, die schon sehr lange hierher kommen. Wir kommen seit 1993, seit der Eröffnung des Klinikzentrums hierher, jedes Jahr. Im Schnitt 5 bis 6 Wochen und werde immer erscheinungsfrei entlassen. Und mir persönlich hilft das. Der Umgang mit den Patienten ist sehr gut hier, auch von den Physiotherapeuten, Bademeistern etc. Viele haben Angst vor der Therapie. Raten würde ich denen auf jeden Fall den Assistenzarzt. Der kann jederzeit angesprochen werden, über die Schwestern können Termine gemacht werden. Jederzeit, jede Stunde ist das möglich. Und viel fahren, auch in den Behandlungsräumen. Was passiert mit mir? Was sind das für Geräte? Wie kann mir geholfen werden? Wie ist das Essen zum Beispiel? Die Zimmer? Man kann nur fragen und kann einfach nur besser werden dadurch. Hier werden vorwiegend Patienten mit chronischen Krankheitsbildern behandelt, in ganz unterschiedlichen Bereichen, darunter auch Hauterkrankungen. Das war eine Woche vor der Anreise. Ja, kann man ja so zeigen hier. Ja, das ist nicht schön aussieht. Nee. So schlägt alles. Wie gesagt, ich salbe mich jeden Tag dreimal ein, wie auch selbst schon abends nochmal gehen. Alles selber, ja. Und bin zufrieden. Man sieht ja auch jetzt hier in der 5. Woche, es gibt noch kleine Reststellen. Daraufhin hatten wir ja besprochen, dass wir die 6. Woche versuchen durchzukriegen. Genau. Wichtig ist, dass ich in meinem Zustand mit der Psoriasis, also der Schuppenflechte, hierher komme mit dem Ziel, dass ich erscheinungsfrei, sprich zwar nicht geheilt, aber erscheinungsfrei nach Hause entlassen werde und wieder arbeitsfähig bin. Ganz wichtig ist, dass man auch von der Psyche her geheilt wird. Dass man vom Kopf her auch frei ist, weil das ist ja auch ein Teil der Krankheit. Schon im frühen 17. Jahrhundert beschrieb der Forscher und Arzt Johann Agricola die Heilkraft der aus der Tiefe geförderten Bad Sulzaer Sohle. Die Bestrahlungsmaßnahme nennt sich Balneophototherapie. Man näht für 20 Minuten in ein Sohlebecken. Ist 34 Grad warm, hat einen Prozentgehalt von 3,2 Sohle. Dort wird praktisch der Körper abgeschuckt. Und danach wird man aufgerufen, dann gibt es Bestrahlungsgeräte, sind UVB-Geräte. Da legt man sich hin und wird dann, es wird angefangen mit einer Minute, maximal 10 Minuten bestrahlt. Und dieser Prozess muss natürlich nach dem Abtrocknen beendet werden mit dem Körper viel einfetten, was jedem Patienten auch nochmal erklärt werden müsste, weil nur diese Kombination funktioniert. So entstand nach der Wende hier aus der modernsten Rehabilitationsklinik der DDR eine multidisziplinäre Fachklinik mit neuester Geräte- und Therapiekonzeption. Und Tag für Tag lädt die wunderbare Umgebung hier ein, um seinem Geist und seiner Seele ganz nah zu kommen, um gesund zu werden. Man braucht viel Ruhe, man muss viel abschalten. Und dazu ist das hier Thüringen sehr schön, also man kann viel machen.